Hallo Leute, willkommen zurück. Wir sind in der Engelsburg. Und diesen Typen töten wir noch nicht. Denn wir müssen... Oh, 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 das war knapp. Erstmal hier rüber, sonst sehen uns... Warte mal. Die könnten uns dann sehen. Und die laufen jetzt nämlich weg und der Typ kommt wieder hierher. Muss. Und wir müssen eh da runter, also machen wir es mit einem Attentat. Das sieht doch viel geiler aus. So. Ging es ja jetzt nochmal weiter. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Ja. Ist da hinten einer? Den holen wir uns erst, wenn er sich umgedreht hat. Gut. Das war schlimm. Das war sehr schlimm. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das war echt Glück im Unglück. Oh. Oh, ich kann gerade nicht so viel reden, das ist nämlich das ist eher spannend. Der darf uns nicht entdecken. Dann machen wir das einfach. Wartet mal. Wir können ja schon mal hier. Und jetzt müssen wir nämlich schnell sein. Weil der gerade weg und der könnte uns nämlich sehen. Ah, okay. Geschafft. So, jetzt kann er uns nämlich nicht mehr sehen. So, hier raus. Jetzt müssen wir, glaube ich, höher hier. Hauptsache, wir fallen hier nicht runter. Oh Mann. Ganz schön wahnsinnig. Ja. Cesare! Lucrezia! Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunehmen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Ja, benimm dich. Okay. Das war Lucrezia. Da springe ich lieber nicht rüber. Ich bin der Meinung, wir können hier nicht. Ey.
Ja, genau so. Und jetzt, ja, müssen wir... Ey, geh runter. Hallo? Was soll denn das? Ezio, hallo? Könntest du dich bitte wieder umdrehen? Ja, das ist nett, danke. So. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Ja, geht bloß weg. Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Der hat nämlich Angst vor mir. Er weiß nämlich, oh nein, Ezio kommt. Ich hau lieber ab. Der tötet mich noch. Deswegen haut er ab. Hier noch hoch. Und dann sehen wir auch Katharinas Wurzel. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Oh! Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gib mir den Schlüssel. In die... in den Zwischenraum der Brüste gesteckt. So. Jetzt klettern wir noch hier hoch. Dann ist auch diese Folge vorbei. Ach, wie die Zeit vergeht. So. Den da schießen wir noch mehr ab. Und damit ist diese Folge auch beendet. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder hier auf der Engelsburg. Haut rein, Leute. Bis dann.